Einer der Vorteile als YouTuber ist, dass man ab und zu mal so Gratis-Sachen zum Testen angeboten bekommt. Jetzt war es auch bei mir wieder soweit. Wir schauen uns heute mal diese Lasergraviermaschine von Vevo an. Aber erstmal müssen wir sie auspacken und das machen wir direkt nach dem Intro. So, wir öffnen das Ding mal vorsichtig. Man bekommt ja immer eine ganze Menge angeboten, also zumindest ist das bei mir so. Aber ich achte natürlich vorher schon darauf, dass ich die Sachen irgendwie auch verwenden kann. Wir haben auf jeden Fall erstmal eine Anleitung dabei. Da ist auch so ein QR-Code, den kann ich einscannen und der Text darunter sagt mir, dass da ein Video zum Aufbau auch verfügbar ist. Verpackung ist auf jeden Fall ziemlich viel Schaumstoff, was schon mal gut ist. Dann wird es halt bei dem Transport nicht beschädigt. Ja, es ist auch nichts beschädigt worden, sieht zumindest sehr gut aus. Packen wir also erstmal alles einzeln aus. Eine Sache, die mir beim Auspacken sofort aufgefallen ist, das ist der Laser. Und zwar steht eigentlich in der Artikelbeschreibung, dass das ein 5,5 Watt Laser ist. Das heißt, er würde sich eigentlich nur zum Gravieren eignen, was für mich völlig okay ist. Aber Holz schneiden könnte man damit eben vergessen. Jetzt habe ich aber hier mal drauf geguckt und auf dem Laser selbst steht 18 Watt drauf. Ich weiß jetzt also nicht, wie viel Power der Laser wirklich hat, aber wir schauen mal weiter. So, da steht das Ding. Wie man sieht, eine Brille ist auch dabei. Die braucht man dann auch, wenn man lasert. Der Aufbau an sich ging eigentlich ganz gut. Finde es eigentlich auch gut, dass man das Ding aufbauen muss, weil dann hat man gleich so einen Überblick und ein Verständnis für die Funktion. Ein paar Sachen sind mir allerdings aufgefallen. Und zwar sitzt ja das Mainboard hier bei mir hinten am Gerät. Und zwar empfiehlt es sich, dieses Mainboard möglichst weit hier an dieser Ecke, also an der hier, fest einzubauen. Denn dadurch habe ich dann natürlich hier am meisten Kabel übrig und das brauche ich dann eben auch, wenn der Laser hier über die gesamte Fläche wandert. Das ist auch kein größeres Problem, denn der ganze Rahmen ist aus diesen Systemschienen gebaut, wo ich dann eben innen so eine Kontermutter habe und von außen das Ganze mit einer Schraube festziehe. Das Teil ist dann natürlich entlang der ganzen Schiene beweglich. Jeder, der also schon mal was mit diesen Item-Schienen gebaut hat oder eben den ähnlichen Produkten, die es auch am Markt gibt, sollte hier also keine Probleme haben. Dann hatte ich auch noch ein kurzes Problem mit dem Mainboard. Und zwar, wenn man sich das mal in der Bedienungsanleitung anguckt, dann habe ich einmal das Kabel für den Laser und dann einmal für die X- und einmal für die Y-Achse das zweite bzw. dritte Kabel. Für das Laserkabel findet man den Steckplatz sofort, denn das sind nur drei Pole. Aber die X- und Y-Achse haben beide vier Pole und da war nicht wirklich gekennzeichnet, welches Kabel jetzt in welchen Steckplatz kommt. Ich habe mir das Kabel aber da mal kurz angeguckt und festgestellt, dass ein Stecker ein bisschen länger, ungefähr einen Zentimeter, als der andere ist und der andere halt nur notdürftig da reinpassen würde von der Länge her. Und ja, dann war es eben der andere, der dann eben sauber gepasst hat und ich gehe mal davon aus, dass es richtig ist. Wirklich wissen werden wir das allerdings erst, wenn ich das Ding softwareseitig installiert habe. Da ist ja noch dieses USB-Kabel dabei, was dann eben an den Laptop kommt und das machen wir jetzt als nächstes. So, dann kommen wir zur Softwareinstallation. Ich habe hier schon das USB-Kabel angeschlossen und ja, wir müssen da als erstes auf die Seite vevoengraver.com. Da ist dann die Software drauf. Wir haben den L4040 Laser Engraver. Den können wir hier auswählen.
So, dann legen wir mal los. Ich habe mal drei Beispielbilder genommen. Die werde ich ein bisschen kleiner machen, damit es etwas schneller geht. Als erstes müssen wir den Laser ausrichten, und zwar auf die Höhe des Materials. Da muss immer ein bestimmter Abstand sein. Und dafür waren diese kleinen Plättchen dabei. So, Plättchen weg und los geht's. So, wir sind jetzt also in der Software drin. Da müssen wir natürlich das Gerät hier anmachen. Können dann auf Connect gehen. Und dann sind wir drin. So, ich lade das erste Bild mal hoch. So, wir sind dann jetzt bereit. Ich habe dann die Datei, die ich drucken möchte, hochgeladen. Das ist erstmal ein relativ einfaches Bild. Und an den Einstellungen, weil ich auch gar nicht so viel Erfahrung habe, werde ich erstmal nichts ändern. Das heißt, ich gehe erstmal auf OK. Wollen wir das speichern? Ja, das Projekt müssen wir immer speichern. So, speichern das. Das Bild wird dann so umgewandelt quasi. Können dann auf Confirm gehen. Okay, das sieht alles gut aus. Dann darf ich jetzt nicht vergessen, die Brille anzuziehen. Und dann kann ich hier auf Start drücken. So, und dann drucken wir. Ich kann hier auf dem Bildschirm halt mitverfolgen, wie weit ich da genau bin und wo der Druckkopf da gerade ist. So, das ist ja schon mal ein deutlicher Unterschied. Also ich habe am Anfang dieses kleine Bild, das habe ich mit Laserstufe 20% gemacht und das obere größere auf 50%. Ja, und das sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Wenn ich das, denke ich mal, auf 100% mache, wird es dann fast schwarz werden, je nachdem, wenn man das möchte. Ich finde es so ganz schön, und wenn man das irgendwie noch einfangen kann. Ich meine, der Detailreichtum, der ist natürlich auch Wahnsinn. Man darf ja nicht vergessen, das wird rein gebrannt und eben nicht drauf gedruckt. Und dafür finde ich es schon richtig stark. Feier ich auf jeden Fall. So, 2,5 Stunden später, sage und schreibe, das ist das Resultat. Ist ungefähr, ja, 12 x 12 cm groß. Das hier ist auch mit 100% Laserstärke gedruckt. Wie gesagt, gestern hatte ich ein deutlich dunkleres Ergebnis von der Gravur her. Und ich glaube, ich weiß, woran das liegt, denn das hier ist Buchesperrholz. Und gestern hatte ich Pappel oder irgendein Nadelholz. Auf jeden Fall was deutlich helleres. Und da müsste ich natürlich mal gucken, ob da die Gravur vielleicht noch dunkler wird. Aber ich finde, so sieht es auch schön aus. Und ja, detailgetreu ist es auf jeden Fall. Also wenn man sich das mal so im Detail anschaut, das ist schon für meine ersten Versuche völlig okay. Man muss sich da natürlich ein bisschen rantasten. Ja, das heißt, welches Material benötigt welche Laserstärke und welche Gravurtechnik. Ich habe da verschiedene Optionen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen Tüftelarbeit, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Aber ich finde die ersten Ergebnisse dafür, dass ich vorher noch nie sowas mit einer Maschine gemacht habe, schon okay, und da bin ich mit der Maschine auf jeden Fall zufrieden. Auf jeden Fall. Ich habe hier noch ein bisschen helles Sperrholz. Das schiebe ich jetzt auch noch mal rein. Und dann kommen wir natürlich auch noch zum interessanten Part. Wie kann man denn mit dem Ding schneiden? Die Bedienungsanleitung sagt nämlich, ja, das kann die Maschine. Wie genau ich das mache, habe ich da allerdings nicht entnehmen können. Es wird also spannend. Wir probieren es aus. So, ja, so viel zum Ausprobieren. Also, ich habe es jetzt nochmal auf hellem Sperrholz gemacht und ja, da sieht das Ganze schon komplett anders aus. Zum Vergleich mal, das hier war 20% Laserstärke, das 100% auf Buchesperrholz und das hier ist wahrscheinlich Birke oder Pappel mit 30%. Also der Unterschied ist schon gigantisch. Übrigens, der Ausdruck hier, habe ich ja gesagt, das waren 2,5 Stunden mit Point-Option und dann gibt es noch die Line-Option. Das habe ich hier mitgemacht, also das letzte Bild jetzt, und das waren 9 Minuten. Also es gibt halt riesige Unterschiede und da muss man sich eben schon ein bisschen reinfuchsen, damit man optimale Ergebnisse hat. Hier habe ich noch ein paar Tests gemacht und den oberen habe ich auch mit 100% auf diesem Holz laufen lassen und das war dann schon viel zu viel, also zumindest zum Gravieren, da hat es ordentlich gequalmt und ja, da bin ich locker 1 mm in das Holz reingekommen,
weil vorher mit dem Buche, da kommt man gar nicht ins Holz rein. Das ist absolut glatt, da wird nur die Oberfläche ein bisschen angeschmort. Und da hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass man mit dem Laser was schneiden kann. Jetzt bin ich schon viel optimistischer und das probieren wir jetzt gleich aus. So, ich gehe da mal davon aus, hier muss ich Outline nehmen. So sagt es zumindest die Bedienungsanleitung. Und ich denke mal, der Laser muss dann auf 100%. Den Rest lasse ich dann mal so. So, ich habe es letztendlich geschafft. Das waren 3 Durchgänge für so dickes Holz, Sperrholz. Das ist ungefähr 1,5 mm dick. Und ja, da habe ich mir halt diesen kleinen Blitz hier ausgeschnitten. Das dauert ungefähr, ich würde sagen, 1 Minute, weil ein Durchgang ist ja nicht so lange. Aber wie man jetzt schon gesehen hat, also dicke Bretter wird man damit in normaler Zeit nicht durchschneiden können. Aber vielleicht mit ein bisschen Feintuning und mehr Erfahrung kriegt man halt solche Bretter vielleicht bis zu 5 mm, würde ich maximal schätzen, je nach Holzart, durchaus geschnitten mit genug Durchgängen. Allerdings muss man sich beim Schneiden von Material schon Gedanken machen, denn beim Gravieren selber entsteht nicht so viel Qualm. Aber ich glaube, man sieht es im Hintergrund ganz gut. Also das ist nur hiervon entstanden. Das heißt, wenn man da größere Mengen an Holz schneidet, dann muss man sich über eine Absaugung und um Gehäuse, wo dann eben dieser Qualm abgesaugt werden kann, auch Gedanken machen. Aber sowas ist ja ideal, wenn irgendwie an der Weihnachtspyramide mal was kaputt ist. Das kann man sich eben hier locker nachschneiden. So, wie sieht das Ganze bei anderen Materialien aus? Wir haben hier einmal Plastik. Da funktioniert es auch super. Ist auch mit Laserstärke 100 richtig schön reingraviert. Der Blitz passt auch besonders gut, ist eine Verteilerdose. Und hier haben wir noch den Deckel von einem Marmeladenglas, also Metall. Und wie man sieht, ist zwar nicht so tief reingraviert, aber funktioniert auch hervorragend. Ein Material habe ich allerdings noch getestet und da hat es überhaupt nicht funktioniert. Aber das liegt, glaube ich, am Material und nicht am Laser. Und zwar ist das transparentes Acryl. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera überhaupt sieht, aber da ist ganz leicht dieser Blitz reingraviert. Vielleicht, wenn ich das hier gegen die Reflexion halte. Aber das ist minimal und da bin ich auch mehrmals drüber gefahren. Und ja, das liegt wohl an der Transparenz des Materials. Das heißt, der Laser geht da einfach so durch. So, ich habe auf mehrere Holzarten graviert, unter anderem auch ein Foto graviert. Ich habe verschiedene Materialien geschnitten. Was ist jetzt also mein Fazit? Kann ich das Ding empfehlen? Ja oder nein? Wie man gesehen hat, also mit dem Ding kann man verschiedenste Materialien gravieren. Schneiden funktioniert auch, ja, aber natürlich schneide ich mit dem Laser jetzt eben nicht Bretter mal eben durch. Das Rätsel mit den 18 Watt habe ich, glaube ich, auch gelöst. Also 18 Watt ist die Leistungsaufnahme des Lasers und die Laserstärke ist dann letztendlich 5,5 Watt. Naja, und wenn man 2 Watt Zahlen hat, dann schreibt man natürlich die größere auf das Gerät drauf. Dass man damit nur dünnere Materialien schneiden kann, ist für mich völlig okay, denn damit wirbt Wevo auch gar nicht. Sondern das wird halt ganz klar als Graviermaschine angeboten. Und es wird eben angegeben, dass man damit sporadisch auch schneiden kann. Wenn man jetzt öfter was schneiden will oder dickere Materialien, dann braucht man eben nicht nur einen anderen Laser, sondern dann müsste man auch ein Gehäuse drum bauen. Denn ich glaube, man hat es bei meinem Versuch gesehen, das qualmt halt schon enorm. Und ja, da bräuchte man auch eine Abluft und Sonstiges. Das heißt, der Laser ist dann gar nicht mal das Problem, sondern eher der ganze Qualm, der da entsteht. Ansonsten habe ich halt eine ungefähr 40 x 40 cm Fläche. Die habe ich bei meinen Tests gar nicht ausnutzen können. Und der Laser ist halt auch super schnell eingestellt. Das ist ja mit diesem kleinen Plättchen. Dann mache ich diese 4 Handschrauben los und dann habe ich das Ding auch schon eingestellt. Für mich als absoluten Anfänger, der sich vorher dann 20 Minuten damit beschäftigt hat, war das genau wie der Aufbau des ganzen Gerätes kein Problem. Man muss sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen. Also für welche Oberfläche benutze ich jetzt welche Laserstärke? Welche Auflösung, welche Gravurmethode, das ist natürlich eine Sache, die ist in der Bedienungsanleitung nicht erklärt. Die muss man sich selbst aneignen und ja, da muss man sich halt ein bisschen mit beschäftigen. Ich habe jetzt auch die Gravursoftware von Wevo benutzt, aber das Gerät ist auch mit anderer Software, wie zum Beispiel Lightburn oder anderen Drittanbietern kompatibel. Von daher, meine Erwartungen sind alle erfüllt. Ich kann nichts wirklich Negatives sagen. Der Preis ist auch okay. Wird ein bisschen günstiger, wenn ihr den Code benutzt, den ich unten noch in der Videobeschreibung habe. Super. Ich kann das Ding auf jeden Fall gut gebrauchen und es wird wahrscheinlich in zukünftigen Videos auch öfters mal auftauchen. Genauso wie meine Werkstattmöbel, die ich hier gebaut habe und die man im Hintergrund sieht. Da habe ich hier oben meine Playlist. Aber das war es jetzt erstmal für den Lasertest. Ich mache an dieser Stelle Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.